Nachdem Oberbürgermeisterin Pia Findeis am 20. Januar bekannt gab, dass sie ihr Amt zum 30. Juli niederlegt und den Ruhestand antritt, ist diese für die Stadt und ebenso für die Region so wichtige Position vakant. Am Sonntag, dem 7. Juni, wird nun die oder der neue Oberbürgermeister der Stadt Zwickau gewählt. Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber können bis spätestens zum 2. April ihre Wahlvorschläge einreichen. Seitens der CDU geschah dies am Dienstagabend einstimmig. Auf der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes wurde Katrin Köhler einstimmig als OB-Kandidatin nominiert. Sie gab TV Westsachsen dazu ein kurzes Statement. Ja, die Zwickau und meine CDU-Parteikollegen wissen es, dass ich schon weit über ein Jahrzehnt aktiv bin hier vor Ort. Ich bin sehr gut vernetzt, ich kenne viele und das, was ich mache, macht mir Spaß, macht mir Freude, ich bringe mich gern ein und ich sehe aber auch Erfolge, wie es funktionieren kann, was man erreichen kann für unsere Stadt Zwickau. Das ist für mich Motivation, also vor allen Dingen der Blick zurück, wie ich hier das Standing habe und wie ich hier verankert bin in meiner Heimatstadt. Nun sind ja noch einige Wochen Zeit bis zur Wahl. Steht denn das Wahlprogramm schon fest? Das Wahlprogramm steht noch nicht starr fest. Es wird kein parteipolitisches Wahlprogramm werden, sondern die Zwickauer erwarten das so, dass es ein Programm von den Zwickauern für unsere Stadt wird. Und deswegen bin ich, so weit es mir möglich ist, sehr viel nochmal unterwegs in unserer Stadt. Nicht nur bei Partnern, die ich jetzt durch meinen Beruf kenne, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Was bewegt und drückt den Pflegedienst, was den Gewerbetreibenden in unserer Stadt, wie läuft das in den Pflegeheimen? Und solche Dinge nehme ich im Moment auch noch mit auf und sie werden einfließen in mein Programm für die Oberbürgermeisterwahl 2020. Nun könnten wir noch einen Satz vollenden, der schon seit Jahren gebraucht wird. Oder ich formuliere ihn mal anders. Ja, ich kann und will, weil ich... Weil ich es ehrlich meine mit unserer Stadt, weil ich es mit ganzer Kraft und mit ganzem Herzen tue.